Als nächstes demonstrieren wir eine Wurfaktion mit dem Stock. Dabei ist der Stock wesentliches Element und kann sowohl einen Meter lang als auch kürzer sein, sprich ein Stockschirm. Ich muss hierbei schauen, wenn ich eine Wurfaktion nach vorne bringe, dass ich den Stock unter die Achselhöhle bringe, um tatsächlich den Wurf nach vorne ausführen zu können. Eine Form ist tatsächlich die hebende Form, dass ich den Stock unter meine eigene Achselhöhle klemme und den Stock mit dem langen Ende unter die Achselhöhle meines Partners bringe. Die zweite Hand muss entweder auf Ellenbogenhöhe fixiert werden oder weiter vorn. Wichtig ist, dass die Zugbewegung gerade erfolgt. Die Eindrehbewegung erfolgt mit der Zugbewegung über Hüftdrehung. Ein Bein sperrt vorne, die Zugbewegung bleibt. Damit kommt der Körper raus und ich habe die Möglichkeit, in eine Transporttechnik überzugehen. Wenn ich direkt in die Wirbel gehe, kurz aufmachen, sticht, dann geht der Stock direkt unter die Achselhöhle drunter, kann den auch heben, muss aber eng heben. Durch die Knietechnik fällt der Oberkörper nach vorn. Das Bein steht bereits in der Mitte und damit kann ich jetzt hier mit dem Bein nachdrücken. Dadurch wird er komplett aus dem Gleichgewicht gebracht, geht zu Boden, der Stock wird Richtung Ohr gestoßen, schlauft den Ellenbogen ein und wir kommen auf den Armbrustbeugehebel als Festlegetechnik.